Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Dus Lifestyle, dein Geheimnis und Motivationsmeister geht frisch aus Hamburg. Jetzt ist es wieder soweit, es gibt einen neuen Duft und zwar den Moncler Legend Red. Ja, dieser Duft ist frisch rausgekommen. Er ist jetzt ein paar Monate auf dem Markt, kam glaube ich im Frühling. Und ich stelle euch den Duft heute vor. Warum? Weil er ein idealer Duft für den Sommer auf jeden Fall ist. Und was der Ganze so kann, das seht ihr gleich nach dem Intro. Also, bis gleich. So Leute, also Moncler Legend Red. Das ist Programm. Das ist Moncler, der neue Duft. Und sowieso diese ganzen Düfte von Moncler aus dieser Legend Serie sind ja super. Die kann ich euch echt nur ans Herz legen. Aber diesen Duft hier, der ist frisch rausgekommen. Der ist super. Der kann einiges. Was er kann, klären wir jetzt. Auf jeden Fall erstmal so vom Design her, vom Flakon her, jetzt nicht irgendwie wirklich auffällig, irgendwie spektakulär. Sehr schlicht, aber trotzdem finde ich sehr stylisch gehalten. Sehr kompakt. Liegt auch wirklich nice in der Hand. Das ist mir... Das ist jetzt nicht ausschlaggebend natürlich, was drinsteckt, aber trotzdem finde ich, ist es ganz schön, wenn man einen guten Duft hat, den man vielleicht auch ganz gerne mag und den auch öfters trägt und die Flasche, ja, die liegt gut in der Hand, also, ne, und finde ich gut und finde ich nice. Genau, hier vorne nochmal auf dem Deckel auch nochmal sehr schön zu sehen, Montblanc, ja, Montblanc, Montblanc, ja. Aber das ist ja nur nebensächlich. Jetzt kommen wir zu dem Duft selber. Wir wollen einmal hier die Duftzusammensetzung ein. Also wir haben auf jeden Fall von in der Basisnote Mahagoniholz, wir haben Atlas-Zeder, wir haben die gut altbekannte Tonkabohne. Ja, in der Herznote haben wir Wacholderbeere, wir haben Zeder wieder und Muscatella Salbei. Also sind auch wieder schöne Zutaten. Ich finde Grapefruit, Blutorange, die Kombo finde ich nice. Es macht diesen Duft so ein bisschen auch nochmal süßer. Verleiht diesem Duft nochmal so eine schöne Note, dass er eben finde ich, sehr elegant und sportlich wegkommt. Sonst, wenn das nicht so drin wäre, wär wahrscheinlich der Duft sehr holzig geworden. Es ist jetzt natürlich insofern jetzt irgendwie nichts ultra Besonderes, ne? Aber es ist natürlich von der Duftzusammensetzung auch gerade, wie der Duft halt riecht, ist es Moncler. Auf jeden Fall kein Duft, den man als Mainstream-Duft abstempelt und sagt, habe ich schon 10.000 Mal gerochen, dann ist er gar nicht. Er sticht raus, er hat einen Wiedererkennungswert, wie ich finde. Also ist es was Eigenes auf jeden Fall. Es ist halt Moncler, aber es ist nicht irgendeine Kopie jetzt von XY, sondern es ist wirklich ein eigenständiger Duft, der steht für etwas. Und deswegen... Guter Duft. Er ist, und das finde ich super, er fällt auf, er ist aber nicht aufdringlich und er ist ein sehr männlicher Duft, aber trotzdem sportlich und elegant. Das finde ich cool, ich finde diese Kombination ganz nice. Wie gesagt, dadurch, dass er auffällt, aber eben nicht penetrant ist, ist es auf jeden Fall auch ein Kompliment, Getter. Der Duft fällt sehr positiv auf, das ist super und wie gesagt, dadurch, dass er eben so leicht ist, eben sportlich ist, attraktiv ist, männlich ist. Es ist ein toller Duft, gerade jetzt für die warmen Tage im Jahr. Ist es einfach ein schöner Duft, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Gönnt ihn euch. Der ist, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch ist, der war die letzten Wochen und Monate mal bei Douglas oder bei anderen Parfümeriehäusern, wo man Düfte herbekommen kann, im Angebot. Ich habe euch auf jeden Fall den Duft sowohl bei Douglas verlinkt unten und einmal bei Flaconi. Wie gesagt, ist eine Empfehlung von mir an euch, gerade bei Flaconi vorbeizuschauen. Da bekommt ihr meistens mehr fürs Geld, also größere Flaschen für ein bisschen weniger Geld als eben bei den anderen herstellen. Also schaut da mal gerne vorbei. Ja, was soll ich sagen? Also ein toller Duft, wie gesagt, könnt ihr gut tragen zum Ausgehen, könnt ihr gut aber auch auf der Arbeit tragen, könnt ihr wunderbar auch sowieso in der Freizeitgestaltung tragen. Also ob ihr mit Freunden chillt, ob ihr abends einfach auch so einfach mal in der Bar geht, auf ein Bierchen oder wie auch immer, oder was essen geht oder was auch immer ihr vorhabt. Dafür ist der Duft zu allen lebenslang bereit. Das finde ich sehr gut.
Und auf jeden Fall, wie gesagt, die Mädels reagieren auf diesen Duft auch sehr, sehr, sehr positiv. Das kann ich euch sagen. Also es ist ein super Duft. Und ja, Komplimente werdet ihr bekommen. Das verspreche ich euch. Und es ist ein geiler Duft. Auschecken auf jeden Fall. Und dann habt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder hier auf meinem Kanal. Durch Lifestyle. Dein Kanal, wenn es Modevlogs und Lifestyle geht. Frisch aus. Ihr wisst es. Aus Hamburg. Haut rein. Ich bin raus. Bye. Ciao. Why you wanna run away? Why you gotta be afraid? I wish I could make you stay, 'cause baby I love you. Why you tryna break us up when I'm tryna build it up? I wish I could make you stop, 'cause baby I love you.